So, ich habe doch ein paar PNs bekommen wegen dieser Sache mit den Karabinern. Deswegen wollte ich das hier ganz kurz mal zeigen, wie man eine Sicherungsschlaufe machen kann. Nehmt bitte eine dickere Schnur als diese. Diese sollte mindestens 300 Kilo aushalten. Das ist eine Rebschnur nur jetzt für Demonstrationszwecke. Das muss auf jeden Fall irgendetwas Stabiles sein. Doppelt nehmen ist auch keine Lösung. Na, so eine Gleitschirmleine hier ungefähr hält ungefähr 150 bis 200 Kilo aus. Das mag auf den ersten Blick ausreichend erscheinen, aber meistens brechen Karabiner unter Hochbelastung. Das heißt, entweder bei steilen Kurven, Spirale, nach Einklappern oder sowas. Und dann reicht so eine Schnur nicht. Das muss auf jeden Fall etwas dickeres sein. Ja? Also von daher nur für Demonstrationszwecke, weil es auch schneller geht hier mit dem Einfädeln. Also zuerst steckt man diese Rebschnur durch die Schlaufe im Tragegurt, da wo der Karabiner durchgeht, und danach durch alle tragenden Schlaufen am Gurt zurück. Das ist einmal diese hier und natürlich ganz wichtig die Hauptaufhängung, die bei den meisten Gurtzeugen farblich markiert ist. Und es ist ganz wichtig, dass ihr die wirklich hier durch die Hauptaufhängung durchsteckt. Und somit bildet sich hier jetzt ein zweiter Karabiner. Ja, der ist parallel zum Karabiner hier quasi durchgefädelt. Das sind übrigens Karabiner, die dieses Problem nicht haben. Die sind auch zum Tandemfliegen zugelassen. Auch eine gute Wahl, wenn man nicht die Finsterwalder Pinlocks nehmen will. Die sind auch sehr, sehr, sehr zuverlässig. So, nun macht man Folgendes. Man sichert das Ganze mit einem sogenannten Spierenstich. Das ist ein Knoten, der sehr leicht wieder aufgeht und sich aber unter Belastung zuzieht. Den kann man sich auch einfach mal im Internet anschauen. Der ist eigentlich relativ easy. Ganz wichtig ist, dass ihr diese Schlaufe nicht zu klein macht. Das heißt, lieber diese Schlaufe, der zieht sich also jetzt zu, etwas größer lassen, als dass ihr sie so klein macht, dass nachher die Hauptlast auf der Rettungsschlaufe hängt, auf der Notschlaufe. Ne? Also wenn man jetzt die Schlaufe weiter zuziehen würde, dann würde diese Schlaufe quasi das Gewicht tragen und der Karabiner hätte keine Last mehr. Das führt dann zu anderen Problemen, das Lastbitte. Ihr könnt die natürlich ein bisschen weiter zuziehen. Das ist jetzt doch sehr weit, ja, aber es würde im Notfall, bei einer dickeren Schnur natürlich auch, auf jeden Fall Leben retten, ne? Wenn dieser Karabiner brechen würde, dann hätte man hier nochmal eine Hauptaufhängung, die euch zumindest zeitweise noch tragen würde, bis man dann die Rettung ziehen kann. Das sollte man auf jeden Fall tun. Sollte sowas passieren, nicht damit landen. Sofort Rettung ziehen. Ne? Man gewinnt durch diese Sicherungsschlaufe Zeit. Aber das ist nicht zum Weiterfliegen gedacht. Egal wie dick diese Schnur bei euch dann ausfällt. Ne? Ganz wichtig. Das ist eigentlich schon alles. Ansonsten schreibt mir einfach nochmal.